Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, heute starten wir mal in Montana. Ich habe schon mal die ersten vier auf die Weide geschickt. Und ja, schauen wir uns erstmal die Post an. 6400 Münzen als Stallbursche verdient. Die Zwillingspunkte, ja. Dann wurden die Pferde gestreichelt. Und weitere Zwillingspunkte. Ja, wir haben einen neuen Freund. Und noch mehr Zwillingspunkte, eine neue Jagdrennsaison hat begonnen. Das Dorf wurde besucht. Werbung schauen wir jetzt nicht. Clubpostfach schauen wir jetzt auch mal nicht. So. Und dann haben wir hier unser Soraya Stufe 3 Stütchen Hydra. Ich habe sie schon mal so weit gefüttert, dass sie jetzt hoffentlich erwachsen wird. Und wir mit ihr züchten können. Es reicht für Level 5. So, haben wir ja Glück gehabt, weil ich glaube, den Salat habe ich nicht mehr. Nicht mehr wirklich. Na komm, zeig dich mal. Schick, schick. Ne, die Werte sind auch ganz gut. Alles wenigstens auf Silber. Und dann würde ich sagen, ich habe schon wieder vergessen, in welchem Land das gute Tierchen stand. Deswegen schauen wir mal so. Montana war es wahrscheinlich, ja. Gut. Das ist der Stufe 3er Hengst. Ich glaube, ja, das reicht, ne? Mit Stufe 3. Das sollte okay sein. Wobei, wir könnten ja mal schauen, ob wir, wenn wir mit Stufe 4 züchten, dann eine größere Chance haben. Falls, ja, werden wir wahrscheinlich machen. Ja, müssen wir noch. War aber gar nicht so weit weg. Aber wir haben immerhin ein Hengstchen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, geht's zurück. Und wir schauen heute als erstes dann mal zu den Rezeptabschnitten. So, das ist alles gut. Wir haben nochmal Blumendeko bekommen. Und wir haben jetzt 4 Stück nur noch, die uns fehlen. Okay, und Faith wird wieder gebraucht. Und dann haben wir gleich noch eine Aufgabe abgeschlossen und wir haben jetzt sogar genug Diamanten, dank des täglichen Login-Bonuses und beim Füttern habe ich wohl auch noch Diamanten gefunden. Ja. Und damit hat es dann jetzt gereicht. Wir haben die 2000 Diamanten zusammen. Das heißt, in Frankreich wird dann die Oase noch vergrößert. Ja, wenn wir jetzt noch einmal den ersten Platz haben, dann haben wir zumindest die Rezeptabschnitte für Tinte sicher. Und danach bin ich mal gespannt, ob wir jetzt doch noch die Chance haben, die anderen beiden fertigzustellen. So, oh, der Achaltekina ist vor uns. Das ist nicht gut. Ja, schaffen wir es noch? Ja. Okay. Damit sollte uns zumindest das Rezept für Tinte sicher sein. Und so lange ist es jetzt auch gar nicht mehr hin, bis es die neuen T4-Pferde gibt. Ich glaube, jetzt noch 20 Stunden. Also ich hätte nur noch heute Zeit, um mir eventuell den Paso Fino... Nee, Paso Peruano? Paso Fino? Nee, Fino. Freizuschalten auf Stufe 4.
Ja, wobei ich aber sagen muss, ja, der Pasofino ist auch schick auf jeden Fall auf den Bildern. Ich habe ihn ja hier im Spiel noch nicht. Und deswegen, ich glaube, ich tendiere trotzdem, trotz des Zopfes, eher erstmal zum Azteker. Ja. Mal gucken, vielleicht haben wir ja dann doch nochmal die Chance, den Pasofino freizuschalten auf Stufe 4, aber momentan tendiere ich dann doch eher zum Azteker. Okay. So, damit sollten wir die Thronplätze voll haben. Ja. Gehen wir erstmal zur Fantasieinsel. Ach, hier ist das Morgen noch. Hier ist noch ein Morgen. Morgen Stufe. Stütchen Stufe 3. Haben wir denn Stufe 4 freigeschaltet? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Morgen hat da auch so einen Zopf und den mag ich ja nicht so gerne. Es wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn wir das Stütchen behalten könnten. Sieht das so aus, wir haben Platz frei. Gut. Dann bleibt auch sie erst noch mal. Der gute Dodo geht auch noch mal auf die Weide. Ach so, bei den anderen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Igel dürfte. Ist schon soweit. Ja, dann zack und weg. Und ja, Coco bleibt ja sowieso, aber die ist austrainiert. Und Sam schicken wir jetzt auch noch mal. Da gucken wir später mal, dass wir das Glücksrad für ihn drehen. Gut. So, damit hätten wir dann wieder die Chance für unser Morgen und unser Elfenbeinfeenpferd. Vielleicht dann doch die böse Stiefmutter, ja, zu uns zu bringen. Nein, es geht rüber und wir bekommen ein neues Elfenbeinfeenpferd. Die Rain. Na gut, auf nach Frankreich. Da wird es dann gleich teuer. Gut, wir gucken aber erstmal. Ja, da haben wir die Aufgabe fertig. Und wie viel bekommen wir wieder? 800. Also nicht mal mehr die Hälfte. Na gut. 2 Tage, 12 Stunden. Aber immerhin erstmal 10 weitere Boxen. Und wir verkürzen hier auch die Bauzeit. Und hier haben wir natürlich nichts. Nee. Naja, dann holen wir erstmal unser nächstes Suffolk Punch Stufe 3. Dann kommen die Fohlen schon mal auf die Weide. Und bei den anderen müssen wir erstmal schauen, mit wem züchten wir, mit den beiden. Es wird wieder Stufe 3 und ein Hengstchen. So, schicken wir euch beide. Ja, klar. Der hätte ich auch gleich mit rein schicken können. Aber egal. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Die Frankreich-Oase wird sich wahrscheinlich optisch auch nicht wirklich verändern. Aber wichtig ist ja auch vom Prinzip her nur, dass wir mehr Platz haben. Ja, das ist im Gange. Das stimmt, ich war schon hier und habe ein bisschen was geerntet, um die Pferde zu füttern. Dann weiß ich hier noch nicht wirklich, wie es weitergeht. Wir können gleich mal schauen. Also, das Stufe 1er Fiona kommt auf jeden Fall in die Oase. Ach so, bei den anderen sollte ich vielleicht mal schauen, wer zum Verkauf bereit ist. Wahrscheinlich noch niemand. Nee. Dann geht's für alle auf die Weide.
Rot. Haben wir hier irgendwen? Das englische Vollblut, aber dazu müsste ich erstmal ein Stütchen finden. Und das müsste ja auch mal gezüchtet werden. Die Lilly Connemara. Die ist aber eigentlich eher dran. Ja, jetzt habe ich mich natürlich noch nicht auf die Suche nach einem Hengstchen gemacht, aber ich stelle sie schon mal raus. Dann denke ich bestimmt auch eher dran. Gut. Dann züchten wir hier heute mal nicht. Aber in Großbritannien sind die Schützen soweit. Problem ist, dass ich ausgerechnet hier große Platzproblemchen habe. Und das Soraya steht hier noch. Das schicke ich jetzt mal in irgendwo Platz. Das ist Fantasieinsel. Ah, gut, bis die beiden... Ich weiß nicht. Das dauert alles noch so... Aber es ist unsere einzige Möglichkeit, die Fantasieinsel. Schicken wir Jane erstmal dahin. Und dann kommt unser Schütze Stufe 1, der gute Rio. Den schicken wir gleich mit auf die Weide. Ja, und bei der Waage, wir züchten nochmal mit den beiden, aber ich halte mal Ausschau. Das ist ein VK. Okay, das ist gar nicht unser Zucht. Wo habe ich den wieder in die, in die Oase gestellt? Da ist er. Ja, da muss ich doch den Waagehengst hier draußen mit auf die Weide schicken. Ich halte auf jeden Fall mal Ausschau nach Stufe 3 der Waage. Und du kommst erstmal mit auf die Weide. Gut. Hätten wir das schon mal geschafft. Ist das wohl auch nicht alleine. Wobei, wir können die anderen auch mitschicken. Ja, er ist eigentlich auch Verkauf. Ich glaube, das wird mir sehr schwer fallen. Tja. Okay, na gut. Dann, ach so, das Quiz haben wir noch gar nicht gemacht. Wie viel Hafer brauchst du im Spiel, um einen Müsli-Riegel herzustellen? 8, 12 oder 10? Das sind 12. Dann, bei welchem Jagdrennen im Spiel liegt überall Schnee? Russland, Japan, Australien, das ist Russland. Und in welchem Land leben die meisten Pferde? Vereinigte Staaten von Amerika, Mexiko, China. Das sind immer noch die USA. Gut. Können wir hier noch einmal eine Aufgabe starten? Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Die Muffy. Schicken wir die mal weg. Also 3 Tage wird das ja nicht wegbleiben, das gute Tier. Genau, Pasofino war es. Man weiß es nicht, was richtig ist. Eins steht aber fest, dass wir keine Chance haben werden, dass den Pasofino, den Trakehner und den Azteca freizuschalten. Weil so viele Saphire werden wir nicht bekommen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber dann wenigstens den Trakehner und den Azteca. Gut, dich brauchen wir ja momentan nicht füttern. Wie sieht es bei den Zwillingspunkten aus? Da haben wir jetzt schon über 1000 Stück. Ja, ich sollte vielleicht auch mal... Vielleicht auch mal wirklich diese Rennen machen. Aber ich glaube, da ich heute recht... pünktlich Aufnahmeschluss machen muss, wird das heute nichts mehr mit dem Rennen. Hier habe ich auch schon ewig nichts mehr eingetauscht. Einfach, weil ich momentan nicht wirklich diese Traumjuwelen brauche. Muss ich zugeben. Aber könnte man ja eigentlich machen. Ich weiß gar nicht mehr. Man kriegt ja vielleicht doch mal wie heißen sie? Edelstein. Honigkekse brauchen wir. Und Kirschen wird nicht das Problem sein. Honigkekse wohl eher. Oh, ich habe schon gleich mal was. Honig, Hafer und Äpfelchen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es aussieht bei uns im Lager. Wir gucken mal. Ja, Platz haben wir definitiv. Wie sieht's denn
Okay, da müssen wir definitiv mehr ernten. Wo sind die Äpfel? Da auch. Aber die hatte ich erst abgeholt. Ah, sie sind schon wieder fertig. Okay. Vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Möglichkeit, wieder öfter diese Aufgaben abzuschließen. Damit wir dann hoffentlich auch mehr Edelsteine noch bekommen. Und ich glaube, Diamanten könnte man auch kriegen. Oder man hat da ein bisschen Pech und bekommt was ganz anderes. Die Möglichkeit besteht ja auch. Gut, ich würde sagen, wir holen jetzt nur noch den Hafer. Okay. Ja, da... Los. Okay, das funktioniert wieder. Hier ist auch ein Soraya. Und hier stehen noch zwei. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann müssen wir schauen. Die Oase in Frankreich wird ja noch ein bisschen dauern. Aber ich hoffe nicht mehr allzu lange, dass wir dann ein bisschen Platz haben, unsere Pferde wieder reinstellen zu können. Wobei, die Adana, ja, die bräuchte ich eigentlich draußen wegen den Verbesserungen. Aber weil ich die Rennen eh noch nicht so weit habe, stelle ich sie erst nochmal wieder rein. Dann haben wir hier wenigstens schon mal einen Platz. Gut, also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!